Hallo und ein herzliches Willkommen zurück auf Inside the Empire, eurem deutschen YouTube-Kanal rund um das Thema Star Wars. Ihr seht die 16. Folge der Star Wars News und das sind die heutigen Themen. Heute haben wir einmal wieder eine eher Han Solo-lastige Folge, also kommen wir gleich zur ersten Neuigkeit über diesen Film. Der aus Sing Street bekannte Schauspieler Ian Kenny hat sich nun auch dem Cast zum Han Solo Spin-Off angeschlossen. Wen Ian Kenny aber spielen wird, ist noch nicht bekannt. Man darf aber gespannt auf seinen Auftritt sein. Was bekannt geworden ist, ist der Name von Woody Harrelsons Charakter. Viele von uns glaubten, dass Harrelson, der ja eine Mentorfigur für Han Solo sein sollte, eventuell Garrus Shrike spielen könnte. Das wurde nun widerlegt. Harrelson war bei Jimmy Fallon zu Gast und beantwortete ein paar Fragen zum neuen Star Wars Standalone Film. Er wurde gefragt, ob er schon etwas sagen dürfe, wen er in dem Film spielen wird, worauf der Schauspieler antwortete, ich spiele einen Typ namens Beckett, er ist eine Art Krimineller und ein Mentor für Han Solo. Darüber hinaus sagte er, dass er bis Ende Juli noch an dem Film arbeiten wird. Natürlich gibt es jetzt wieder Fragen über Fragen, warum er nicht Garrus Shrike verkörpern wird. Dazu muss ich sagen, nur weil er im Film nicht Garrus Shrike genannt wird, heißt das noch lange nicht, dass er Garrus Shrike nicht sein wird. Beckett kann genauso gut sehr nah an den Charakter angelehnt sein. Was denkt ihr über Woody Harrelsons Charakter? Bob Iger, der CEO von Disney, hat nun ein paar Einblicke um die Zukunft von Star Wars gegeben, die euch sicher interessieren werden. Zuallererst hat er Stellung bezogen, dass The Last Jedi aufgrund von dem tragischen Tod von Carrie Fisher dennoch in keinster Weise geändert werden wird. Auch wird sie nicht computeranimiert in irgendeiner Weise auftauchen. Viele Leute munkeln eher, dass die Rolle der Leia eventuell neu vergeben wird. Bob Iger sprach auch über die Zukunft von Star Wars. Er sagte, als sie Lucasfilm aufgekauft hatten, waren zunächst nur Pläne für 3 Filme auf dem Tisch. Doch nun wäre es so, als dass es noch sehr weit nach Episode 9 weitergehen wird. Sie hätten so viel Material, dass man daraus noch sehr viele Geschichten erzählen könnte. Über den Han Solo Film hat er auch einiges zu sagen, und zwar, dass es um einen Han Solo im Alter zwischen 18 und 24 gehen wird. Das könnte bedeuten, dass wir vielleicht einen Star Wars Film bekommen, der einige Jahre des Han Solos beleuchten wird. Iger sagte auch, dass wir ein Treffen mit einem Wookiee bekommen werden und wie er zu einem bestimmten Raumschiff kommen wird. Das war uns ja eigentlich schon klar nach den ersten Bildern. Was Bob Iger aber noch sagte, ist eigentlich das Interessante. Er sagte, wir werden erfahren, wie Han Solo zu seinem Namen gekommen ist. Was das wohl bedeuten wird, kann ich beim besten Willen noch nicht sagen. Was haltet ihr von Bob Igers Aussagen? Es waren ja schon einige gute Statements dabei. Jetzt haben wir noch etwas betreffend der 4. Staffel von Star Wars Rebels. Am letzten Samstag lief das unfassbar gute Staffelfinale von Star Wars Rebels und im Zuge für dieses Finale hatten Produzenten der Serie und Dave Filoni einiges über Staffel 4 preisgegeben. Zu diesen Informationen gehören keine Spoiler, also könnt ihr ruhig dranbleiben. Aber nun zu den Infos. Staffel 4 soll animationstechnisch um einiges aufgebessert werden. Neue und altbekannte Charaktere sollen eingeführt werden. Wir werden sehen, wie die Beziehung zwischen Mon Mothma und Saw Gerrera in Straucheln gerät. Darüber hinaus sollen wir die ersten X-Wings in der Serie zu sehen bekommen. Die Geschichte mit den Mandalorianern wird noch mehr unter die Lupe genommen. Und wir werden einiges, was in Clone Wars mit manchen Charakteren begonnen hat, in Rebels zu Ende gehen sehen. Wie klingt das alles für euch und was würdet ihr gerne noch in der 4. Staffel von Rebels sehen? So, meine lieben Star Wars Freunde, das war es heute auch schon wieder mit den Star Wars News. Schreibt mir bitte in die Kommentare für eine weitere Folge für die Community Cantina. Hierzu benötige ich eure Fragen rund um das Thema Star Wars. Ich wünsche euch einen wundervollen Montag und möge die Macht mit euch sein, immer. Falls euch dieses Video gefallen hat, drückt den Daumen nach oben Button. Ansonsten könnt ihr mich finden auf Facebook unter Inside the Empire oder auf Twitter @Rocky_Stardust.